Moin ihr Freunde meines kleinen Kanals, hier ist der Callcenter Crusher mit dem heutigen Mittwochsvideo. Heute will mich ein weltbekannter Büffel auf die Hörner nehmen, der sich aber eher als dummer Ochse entpuppt. Seid gespannt, was sich daraus noch so entwickelt, denn wie immer geht's nach dem Intro los. Na, hallo. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Tag. Martin Giovanni ist am Apparat. Telefoniere ich gerade mit dem Stefan Meyer. Ja. Schön, Sie zu erreichen, Herr Meyer. Ich melde mich von dem Unternehmen Bison. Ich hoffe, ich störe Sie jetzt nicht. Nee, das passt. Okay. Also, Herr Meyer, wir sind ein Online-Handelsplattform, Online-Tradings-Plattform. Sie haben sich bei uns registriert mit der E-Mail-Adresse meyer123@mailbox.org. Ist das Ihre E-Mail-Adresse noch tätig? Das ist richtig, ja. Okay. Meine erste Frage wäre an Sie, haben Sie welche Erfahrungen in diesem Bereich mit einer Handelsplattform? Weswegen rufen Sie denn jetzt eigentlich an? Das war meine Frage. Ich melde Frage. Mich von dem Unternehmen Bison. Also Bison ist eine Online-Handelsplattform. Ja. Online-Trading. Aber... Und Sie haben... Was habe ich? Bitte? Sie haben sich bei uns registriert mit Ihren Daten. Bei Bison? Bei Bison, genau. Das sagt mir nichts. Bison sagt Ihnen gar nichts. Nee, sagt mir nichts. Okay. Kann ich mir also mal Ihre, können Sie mir mal Ihre Webseite nennen, dass ich mir die vielleicht mal angucken kann? Ob ich, vielleicht sehe ich es ja. Vielleicht habe ich mich ja doch sehen Sie vor, vergessen. Sehen Sie vor einem Computer? Natürlich, sonst könnte ich das ja auch nicht eingeben. Okay, dann geben Sie bitte alles in gesammelt bisonapp.com Impressum. Dann würden Sie direkt auf die Impressum kommen. Dann würden Sie auch vielleicht was, sich was erinnern. Langsam, erstmal möchte ich Ihre Webseite wissen. B wie Bertha. Ja, Augenblick. I wie Ida. Augenblick, schreibt gerade noch nicht. Okay. Ja, I wie Ida. S wie Siegfried. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. Zweimal PP, Peter. .com, ja. Impressum. Erstmal will ich ja auf Ihre Webseite gucken. So, bisonapp.com. Genau. Okay. Was sehen Sie jetzt? Ja, ich muss es erst aufmachen. So viel Zeit sollte sein. Okay. So. Okay. Also bis jetzt haben Sie das geöffnet, oder? Jetzt habe ich es geöffnet, ja. Okay. Das ist unsere Plattform. Die ist mir völlig unbekannt. Da habe ich mich nicht angemeldet. Aber Sie haben sich hier über unsere Plattform mit E-Mail-Adresse registriert. Sie haben bei ich sagte doch gerade, ich habe mich, diese Seite ist mir komplett unbekannt. Die habe ich noch nie besucht. Sie haben das noch nicht besucht. Gehen Sie mal ganz unten, bitte. Drehen Sie mit der Maus ganz unten und da sehen Sie Börse Stuttgart. Auf der rechten Seite sehen Sie Informationen ganz oben. Und da haben Sie auf Impressum. Klicken Sie mal auf Impressum. Ja, aber trotzdem kenne ich die Seite nicht. Woher haben Sie meine Daten, frage ich mich. Hat Sie Ihre Daten bei uns eingegeben? Nein, habe ich nicht. Ich sagte doch gerade, ich kenne Ihre Webseite gar nicht. Herr Meyer, also ich melde mich nicht umsonst oder aus Langeweile. Also das haben Sie gemacht, nicht ich. Nein, das habe ich nicht gemacht. Sonst würde ich es doch sagen. Sonst wüsste ich, würde ich Ihre Webseite doch kennen. Okay, ich bin zwar. Ich, haben wir denn Ihre Daten? Also, das weiß ich nicht. Keine auf Ahnung. Der Straße. Das weiß ich nicht. Ich habe mich zwar für online interessiert, aber ich habe Ihre Seite noch nie gesehen. Na, das ist jetzt Ihre Daten. Jetzt sehen Sie, wo Sie ja, meine Webseite. Aber wie haben Sie denn meine Daten bekommen? Weil Sie die angegeben haben. Nein, Sie verstehen, glaube ich, meine Sprache nicht. Doch, ich verstehe Ihre Sprache, aber wir haben die nicht bestimmt auf die Straße gefunden. Ja, aber wo haben Sie die Webseite, wo haben Sie die Daten denn her? Ich habe sie nicht eingegeben. War das irgendeine Werbung oder so? Das war keine Werbung. Sie haben das alleine gemacht, Herr Meyer. Wann habe ich das denn gemacht? Doch, keine Ahnung, das müssen Sie wissen. Nö, das müssen Sie doch wissen. Wann habe ich es denn eingegeben bei Ihnen? Das ist seit 2-3 Wochen.
Nee, also wenn ich mich bei Ihnen registriert haben sollte, dann müssen Sie doch genau wissen, wann. Da steht ja dann Ich mit habe nicht Sicherheit. Darf ich bitte ausreden? Darf ich mit bitte ausreden? Ah, reden Sie aus. Ja, wenn ich mich registriere auf einer Webseite, dann ist nachzuvollziehen, wann genau ich mich registriert habe. Und das möchte ich gerne jetzt von Ihnen wissen. Das ist 2 bis 3 Wochen lang, also das wissen wir genau nicht. Das Das müssen müssen Sie Sie wissen. sogar genau wissen. Schauen Sie doch Nein, mal das. Ihren Logdateien nach. Weil wir arbeiten nicht nur mit Ihnen, Herr Meier. Ja, das Also mag wir ja haben durchaus viele. sein, aber Sie müssen für jeden, der sich bei Ihnen registriert, müssen Sie sagen können, wann genau. Am Tag, Minute und Stunde und komplett. Möchten Sie mit unserem Vorstand reden oder wie jetzt? Soll ich ihn verbinden mit unserem Vorstand? Mit Ihrem Vorstand? Ja. Von mir aus auch das. Mit wem möchten Sie reden? Weil wir haben 2 Vorstände, Manfred Pumbo und Dragan Radanovic. Ach, die Börse Stuttgart hat Augenblick. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Aber mich wundert, Okay, die Börse, darf der ich bitte ausreden? Dragan Radanovic ist vom hier. Ja. Ja, mich wundert, dass ihre Vorstände, das ist Deutschland. Keiner hat Das einen ist doch deutschen Deutschland. Namen. Das ist doch Deutschland. Manfred Pumbo ist der Vorstand und Dragan Radanovic. Und das ist richtig deutscher Name. Das ist kein deutscher Name. Und Ja, sag was ich geht Ihnen, doch. dass er kein Deutscher ist? Was bedeutet das? Das Sind Sie ein bedeutet. Narzisst oder was? Also mal langsam. Was machen Was Sie? lang? Wie, was mache ich? Würden Sie Wollen Sie gerne ein mich Mann oder beleidigen? wie? Sie wollen mit mir Möchten Geschäfte Sie gerne machen? ein Ich Mann soll oder mich bei Ihnen? eine Lassen Sie mich ausreden. Sie wollen mit mir Geschäfte machen und beleidigen mich? Ist das Ich Ihre brauche Umgehensart? so viele Kunden nicht, so wie Sie. Ja, dann legen Sie doch auf. Möchten Sie gerne eine Mahnung bekommen jetzt? Eine Mahnung, von wem denn? Von wem? Von dem Herrn Dragan Ja, gut, okay, ich warte drauf. Von dem Ausländer. Ja, genau, ich warte drauf. Okay, Sie werden es bekommen, 2, 3 Tage. Nichts mehr, nichts weniger. Schönes Tag Dummer noch. Betrüger. Ja. Hallo, spreche ich mit dem Herrn Westberg, ja? Katrin Lehmann ist am Apparat. Ja. Herr Westberg, Sie haben sich unter Gazprofit angemeldet, damit Sie Handel anfangen wollen, richtig? Ja. Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ich bin Ihre Kontomanagerin und ich werde Ihnen dabei helfen, das alles richtig zu machen, okay? Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, sind Sie Anfänger in diesem Bereich? Ja. Ja, und wie alt sind Sie? Ich bin 93. 93. Nein, nicht Okay. 9. Haben Sie nicht verstanden? 53. 53, okay. Okay, entschuldigen Sie mir bitte. 53, okay. Herr Westberg, da Sie Anfänger sind, von unserer Seite bekommen Sie einen Finanzberater und eine Anfängerplattform, okay? Ja. Also, außerdem, Ihr Berater will Sie unterstützen und wichtige Informationen, damit Sie das Geld erwirtschaften werden, automatisch werden Sie von Ihrem Berater bekommen, okay? Ja. Ja, bestimmt haben Sie auch gesehen, dass Sie das alles nur mit 250 Euro anfangen können, ja? Nee. So, haben Sie das nicht gesehen? Aktuell das Startkapital nur 250 Euro ist und diesen Betrag bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto und mit diesem Geld werden Sie Handel beginnen. Ist okay? Ja, geht nur 250? Mindestbetrag ist 250, aber können Sie auch noch mehr investieren, ja? Ah ja, gut. Geht es mit 250 vielleicht, ja? Das ist mir zu wenig. Das ist zu wenig. Okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie ein Handelskonto aktivieren und bekommen Sie eine Rechnung, wenn Sie es über PayPal machen werden, wenn Sie es über eine Visa oder Mastercard machen werden, dann bekommen Sie einen Link. Mit welchem Betrag wollen Sie das Konto erstellen? Ich wollte eigentlich mit circa 5.000 Euro handeln. Das hatte ich mir Mit 5.000. zusammengespart.
mit 5000 Euro. Richtig. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Am Anfang aktivieren Sie Ihr Handelskonto mit 250 Euro. Nein, nicht 250, 5000. Ja, habe ich es verstanden, aber schauen Sie mal. Wie ich schon gesagt habe, nach der Aktivierung Ihres Handelskontos bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Finanzberater. Ja? Deswegen, jetzt ich werde für Sie ein Handelskonto nur mit 250 Euro aktivieren. Ich und möchte dann doch gar kein schnell, Handelskonto mit 250. Ich möchte mit 5000 anfangen, sagte ich. Ja, habe ich es verstanden. Gut. Aber schauen Sie mal, 5000 Euro werden Sie mit Ihrem Berater einzahlen auf Ihrem Konto. Gut, aber da dann geben Sie mich an den Berater weiter. Wenn das nur mit dem geht, dann geben Sie mich an den Berater. Nein, so geht es nicht. Ja, aktuell am Anfang brauchen Sie ein Handelskonto zu haben und dann kann ich Sie an Ihrem Berater weiterleiten. Nee, also... Können Sie es auch mit 1000 Euro aktivieren? Nee, ich wollte 5000, ja? Wollte ich. Warum soll ich erst 250 einzahlen, wenn ich mit 5000 spekulieren will? Können Sie mir einen Grund dafür sagen? Okay, dann sagen Sie mir bitte, womit wollen Sie 5000 Euro investieren? Welche Zahlungsmöglichkeit benutzen Sie? Ich benutze meistens Überweisung. Die Bank. Haben Sie Online-Banking? Ja. Okay, welche Hausbank benutzen Sie? Ich benutze die Sparkasse. Okay, haben Sie noch eine Visa oder Mastercard? Nein. Haben Sie eine PayPal? Nein. Okay, schauen Sie mal, da Sie jetzt bei mir ein Handelskonto aktivieren werden, schauen Sie mal, wenn Sie gar kein Konto haben und da Sie Anfänger sind, maximal können Sie am Anfang 1000 Euro einzahlen. Ja? Aus welchem Grund? Wenn ich Sie aus welchem Grund? Das ist ein Grund bei uns und wenn Sie es wollen, können Sie es machen. Wenn Sie es nicht wollen, das ist gar kein Problem für mich, ja? Ich erkläre Ihnen, wie Sie es das alles machen können, ja? Wenn Sie jetzt mit 1000 Euro ein Handelskonto erstellen, dann ich werde Sie an Ihrem Finanzberater weiterleiten und können Sie ganz einfach und schnell noch 4000 investieren. Na gut, dann leiten Sie mich mal weiter. So, jetzt aktivieren wir Ihr Handelskonto mit 1000 Euro und dann leite ich Sie weiter. Ist okay? Ja, gut. Okay, dann per E-Mail, ich sende an Sie einen Link. Ganz kurz, bitte. Das ist m.westberg@mailbox.org. Richtig. Okay, was machen Sie beruflich, Herr Westberg? Ich glaube, das geht Sie gar nichts an. Was machen Sie denn beruflich? Nein, ich brauche diese Information, was wofür? Sie beruflich machen. Wofür? Für Ihr Portfolio. Nein, das Portfolio, das müssen Sie doch über Ihre Leistungen erstellen und nicht über meinen Beruf. Nein. Schauen Sie mal, wohin soll ich Sie denn schauen? Womit wollen Sie im Handel? Das ist meine Frage. Und antworten Sie mir bitte, okay? Das werde ich ja mit dem Fachmann besprechen. Sie sind ja offensichtlich kein Fachmann. Schauen Sie mal. Wo soll ich denn hinschauen? Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie ein Handelskonto aktivieren wollen, kein Problem, Sie mir wenn Sie keine Zeit haben, dann suche ich mir eine andere Firma. Kein Problem. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Hallo? Hallo, guten Tag, der Herr Kaminski am Apparat. Grüße Sie herzlich. Bin ich richtig verbunden jetzt mit dem Herrn Löwengeier? Ja, das ist richtig. So, vorhin hatten Sie keine Zeit für mich. Können richtig. Wir jetzt kurz reden? Natürlich. Das freut mich. Sie hatten sich ja registriert bei uns auf der Plattform übers Online-Trading. Ist das Interesse denn immer noch da, eine Zusammenarbeit einzugehen? Welche Plattform war denn das? Ich hatte mich auf mehreren angemeldet. Das war bei uns Trade2Wave. Wir handeln für unsere Kunden im Bereich Online-Trading. Das heißt, wenn Sie ein Kunde von uns werden, brauchen Sie sich um das Trading selber zu kümmern.
Das mache ich dann für Sie als Ihr Finanzbroker. Ja, dann erklären Sie mal, wie Ihre Plattform läuft. Stellen Sie Ihre Plattform mal vor, was Sie bieten und das so weiter. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Als allererstes, wir haben eine Gewinnrendite im letzten Jahr 2022 von 17,3% monatlich erwirtschaftet. Dieses Jahr ist noch nicht abgeschlossen, aber ich kann Ihnen so viel sagen, von den Schwankungen her sind wir etwas drüber aktuell. 18,8 ist der Durchschnittsgewinn pro Monat. Das ist der Nettogewinn, den wir für unsere Kunden erreichen. Keiner kann hier Behauptungen aufstellen oder es anlügen oder anlocken mit, wir haben eine Trefferquote von 100%. Sowas gibt es einfach nicht. Die Trefferquote aktuell liegt ungefähr bei 81,3%. Bedeutet, dass wir auch mit ein paar Orders daneben legen können, was normal ist. So, wichtig ist, wir streuen die ganze Zeit. Niemals wird das Geld vom Kunden genommen und auf eine Order platziert. Sowas gibt es nicht. Wir streuen, je nachdem jetzt, wo wir Informationen haben, wo eine sichere Anlage zu erwarten ist. Schauen Sie mal, ich kann jetzt nicht sagen, vertrauen Sie mir, ich bin der Beste, etc., etc., weil es gibt genügend Konkurrenz, das weiß ich ganz genau. Aber ich kann Ihnen sagen, ich versuche, Sie langfristig als Kunden zu gewinnen und durch Sie neue Kunden für mich zu gewinnen. Das bedeutet, Mundpropaganda, ich stelle es mir einfach so, ist die beste Werbung, Löwenreier. So, und deswegen, unsere Plattform, die von den Gebühren her, die Orders kostet, also eine Order kostet maximal 5 Euro, das ist so das Höchste, aber normal, wenn wir jetzt auf DAX handeln oder auf Blue Chips handeln oder auf Rohstoffe handeln, kostet das 2,99 Euro pro Order. Ich höre Sie gerade nicht, Sie haben sehr schlechte Telefonverbindung. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, Sie sind jetzt nicht am Mikrofon, das ist sehr stumpf, aber die Telefonverbindung wird dadurch nicht besser. Okay. Und Sie pusten fürchterlich ins Mikrofon. Okay, das mache ich gerade nicht, aber ich weiß nicht, was los ist. Warten Sie kurz, ich rufe Sie gleich nochmal an. Okay. Hallo? So, Herr Löwengeier, hören Sie mich jetzt besser? Ja, scheint so, ja. Okay, super, Gott sei Dank. Wie gesagt, ich war vorhin am Erklären, bei unserer Handelsplattform, wir haben Gebühren, 5 Euro kostet der Trade maximal, die normalen Blue Chips, die großen Firmen, die Indizes und die Rohstoffe kosten 2,99 Euro pro Order, wenn man die handeln möchte. Wir können auf jeden Basiswert, der an der Börse gehandelt wird, Optionsscheine setzen auf fallende, auf steigende Kurse. Die Hebelkraft ist maximal 1 zu 30, die einem zur Verfügung steht. Das Traden übernehmen wir für Sie. Wir bekommen für die Dienstleistung 5% vom monatlichen Gewinn, den wir erwirtschaften. Also das sind das, was... Hallo? Waren Sie auf einmal weg oder was war das Problem? Warum legen Sie denn auf? Also ich habe auf keinen Fall aufgelegt. Ja, ich auch nicht. Ich war am Reden. Ich habe auf einmal mit mir selber gesprochen. Das war schon komisch. Wie gesagt, wie ich am Erklären war, zu den Gebühren und der Provision, die wir als Broker bekommen, die ist 5% hoch vom monatlichen Gewinn, den wir erwirtschaften. Ansonsten haben Sie noch eine Frage zu unserer Plattform. Gibt es da irgendwas, was unschlüssig ist? Ja, erstmal grundsätzlich Ihre Plattform. Wie erfahren sind Sie denn als Plattform? Wie lange sind Sie am Markt? Wie lange sind Sie mit Ihrer Webseite am Markt? Wir sind ganz neu. Unsere Webseite ist ein Jahr alt, aber ich habe gearbeitet früher bei Trade Republic. Da war ich zuständig für den Fondsbereich, den ich abgedeckt habe. Bei dieser Firma bin ich seit einem Jahr. Und auch mit dieser Plattform? Genau. Ah ja. Gut, und wo ist der Sitz dieser Firma? In Brüssel, in Belgien. In Belgien, ah ja, okay. Gut, grundsätzlich. Ich kann Ihnen auch gerne nochmal alles zukommen lassen, per E-Mail an Informationen über unsere Plattform, auch meine Kontaktdaten, damit Sie das nochmal schwarz auf weiß haben und jederzeit für Sie aufgreifbar ist.
Kann ich gerne nochmal zuschicken, das ist kein Problem. Ja, das glaube ich gerne, aber erstmal können Sie mir ein paar Fragen beantworten. Sie gerne, sagten, sehr gerne. Ja, Sie sagten, Sie bieten also, es hat sich für mich so angehört, Sie bieten nur CFD-Handel an? Genau. Nur reiner CFD-Handel? Reiner CFD-Handel, ja. Ja, das ist ja im Prinzip ein Wetten auf Kurse. Das ist genau. Ja nicht, das ist, ja, das macht ja wenig Sinn, weil das, wo ich gewinne, verlieren andere. Das ist ja keine reelle Marktwirtschaft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufen und im Hoch verkaufen, irgendjemand muss ja dabei verlieren. Eben, ist richtig. Auch das ist ja nun das Riskanteste, was man machen kann. Und vor allem sind es keine realen Kurse. Es sind ja alles geschätzte oder synthetische Kurse. Die Kurse, auf die wir wetten, die sind real. Wir wetten nur darauf, dass der Kurs eben in der Zeit, wo wir die Order offen haben, steigt oder fällt. Wenn wir richtig liegen mit unserer Einschätzung, dann haben wir eine Gewinnrendite. Wenn wir falsch liegen, machen wir Verlust. Die Verlustbegrenzung ist durch das Stop-Loss abgesichert auf 5%. Und hier, entgegen zum Aktien- oder Fondshandel, hier braucht kein anderer, dir die Aktie abzukaufen, da wo du das Stop-Loss gesetzt hast. Hier läuft es eben gegen... das ist gegen, meine Wetten. Genau, gegen den Emittenten. Exakt. Ja, gut, aber mich würde noch interessieren... wo hatte ich mich denn da angemeldet? Weil Ihre Seite ist mir gar nicht bekannt. Also, ich sag's Ihnen, ich weiß nicht, wo Sie auf unsere Seite geklickt haben. Wir haben mehrere Werbungen verteilt, aber bei mir ist es auch erschienen. Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Name halt. Und deswegen meine Aufgabe. Ja, und meine wo habe ich mich dann angemeldet? Weil Ihre Webseite ist mir völlig neu. Bei Ihnen auf der Webseite kann es nicht gewesen sein. Nein, nein, nein. Also wir haben mehrere Werbungen über soziale Netzwerke. Da haben Sie irgendwo drauf geklickt. Ja, ich weiß nicht genau, wo Sie müssen das doch genau wissen, wenn Sie meine Daten haben. Nicht. Bei diesem dritten Anruf habe ich wohl zu viele Fragen gestellt, die er mir nicht beantworten konnte oder wollte. Jedenfalls brach die Leitung wieder zusammen und diesmal hat er nicht nochmal angerufen. Schauen wir doch mal, ob der nächste schlaue Betrüger darauf wettet, Geld von mir zu ergaunern. Hallo? Jonas, guten Tag. Sie haben sich bei uns registriert für das Autotrading. Hallo. Jonas? Mein Name ist Jonas. Und mit wem spreche ich? Mit Herrn Rutemöller, oder nicht? Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Sie haben sich gerade da registriert für das automatische Trading. Ja, ich habe mich bei mehreren Seiten registriert. Bei mehreren? Ah, okay, ja. Ich rufe an von Invest E-Smart. Kennen Sie die Seite? Nee, sagt mir nichts. Ach so, ich weiß ja nicht, wo Sie sich jetzt registriert haben überall. Ja, wo haben Sie denn meine, Ihre Werbung? Sie haben die bei Instagram, bei Facebook. Ja, nee, nutze ich beides nicht. Beides nutzen Sie gar nicht. Ja, dann haben wir auch noch so Werbung über Bitcoin Trader. Ich weiß nicht, wo Sie sich registriert haben. Sie sagen ja jetzt bei mehreren. Ja, aber keiner hat mich zu Ihrer Seite geleitet. Deswegen frage ich mich, weswegen Sie jetzt anrufen. Okay. Können Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse bestätigen? Vielleicht spreche ich ja mit der falschen Person. Ja, sind Sie ja vom Finanzunternehmen? Also ich habe hier eine gmx.de E-Mail-Adresse. Ja. Vorname, Punkt, Nachname. Ist das korrekt? Vorname, Punkt, Nachname. So ist meine E-Mail-Adresse nicht. Ich habe nicht Ihre E-Mail-Adresse. Vorname, Punkt, Nachname? Das ist doch, weiß ich nicht. Wer nennt denn so seine E-Mail-Adresse? Vorname, Sie haben Ihren Vornamen genommen. Ach, Punkt, Ihren mein Nachnamen. Vorname, ja, und wie ist die? Ja. Wie ist der? Ja, wenn Sie sich unter Heinrich registrieren, dann wird Ihr Vorname ja Heinrich sein, oder? Ja, Sie heißen haben Sie gerade Heinrich? Gesagt, Vorname, Punkt, Nachname, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Ja, Ihr Vorname plus Ihr Nachname @gmx ist ja Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ja, richtig. Naja, Ihre E-Mail-Adresse wird ja nicht Vorname heißen. Oder ja, heißen Sie Vornamen Sie laut das Auswahl? Gesagt. Sie haben doch das also gesagt. Ich wollte das nur so erwähnen. Ich wollte mal wissen, mit wem ich spreche. Ich weiß ja nicht, es gibt ja auch welche, die registrieren sich mit falschen Namen. Kommt das erst dann bei der Legitimation raus? Ja, gut. Weil es gibt viele, die wollen erstmal ihren Nachnamen gar nicht oder ihren Vornamen wollen die gar nicht bekannt geben. Die geben dann erstmal einen falschen Namen an im Internet und sagen, ja, das ist ja Internet, deswegen war ich erstmal vorsichtig. Und als es dann darum ging, dass sie den Ausweis einreichen sollten, da hat man dann auf einmal einen anderen Namen gesehen. Deswegen frage ich nach.
Sie sind Herr Rute Müller. Richtig. Richtig. Alles klar, dann herzlich willkommen bei uns. Sie wollen traden mit der Handelssoftware, richtig? Ja, und welches war jetzt Haben Sie Erfahrung? Ihre Augenblick. Haben Sie Erfahrung? Darf ja, habe ich ja eben schon. Ja, ja dürfen Sie fragen, sehe ich ja nicht. Welches war denn jetzt Ihre Seite? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hatte ich ja gerade am Anfang gesagt, ist vielleicht nicht durchgekommen. Richtig. eSmart-Invest. Smart-Invest. Und wie geht's weiter dann für die Domain? Also Sie wollen jetzt einmal auf die Seite rauf. Ich kann Ihnen auch eine E-Mail schicken. Das ist vielleicht einfacher. Haben Sie auch gleich meine Signatur? Das Sagen ist wesentlich einfacher. Okay, ich buchstabiere einmal. Also E und Smart, das wird zusammengeschrieben, -invest.com. Ah ja, okay, gut. Okay, das ist Ihre Firma, gut, okay. Das ist meine Firma, also nicht meine, sondern wo ich arbeite, ja, schon ne? Klar, schon klar. Also ich bin nicht hier jetzt der Vorstand. Ja gut, okay. Also Vorstand muss noch nicht selbst telefonieren. Ja gut, okay. Ja. Und wo sitzt Ihre Firma? Hauptsitz? Ja. Ist in Deutschland. In Deutschland? Berlin. Ja, in Berlin sogar. Okay. Und der Zweitsitz ist in London. Ja, okay. Dann haben Sie sicherlich mal die Adresse in Berlin für mich. Ja, die Adresse kann ich Ihnen gerne sagen. Ja. Soll ich die Ihnen sagen oder soll ja, ich Ihnen genau. schicken? Ja, genau. Sagen Sie einfach. Ja? Müllerstraße. Möller oder Müller? 65. Müller. Müller. Nicht wie Ihr Name, sondern Müller. In Berlin-Wedding sitzt, das ist der Hauptzentrale. Die Nummer, Müllerstraße, 64? 65. 65. Ja. Okay, und... Da haben wir unser Büro, das ist die Hauptzentrale. Und die Postleitzahl war? 13349. 49. Da haben wir nämlich unseren Hauptsitz jetzt. Da ist unser Büro, wenn Sie uns postalisch erreichen wollen, hängt da auch der Briefkasten. Okay, gut. Sehr schön. Und dann sind Sie also eine deutsche Firma, wenn Sie sitzen. Ja, also wir haben zwei Sitzungen in London auch, aber die Verwaltung, Buchhaltung läuft eigentlich über London. Ja. Aber der Kundenservice und alles läuft über Berlin. Also wenn ja, Sie und der die Dachregion. Und der rechtliche Sitz ist in Deutschland. Geteilt. Wie nee, ein rechtlicher was, Sitz? Kann was, ich, ein rechtlicher also Sitz der Hauptsitz ist, wie gesagt, in Berlin. Wenn Sie mich einfach und mal ausreden auch, lassen würden. Ja, ich lasse Sie auch aussprechen, aber nein, Sie stellen mir Fragen nicht. Und möchte ich auch die Gelegenheit haben, darauf zu antworten, Herr Rutemöller. Ne? So, jetzt bitte Sie wieder. Ne? Einen Hauptsitz kann man nicht teilen. Ja. Es gibt nur einen also, rechtlichen Sitz. Wir haben zwei Geschäftsführer. Ja, und einer sitzt in London, einer sitzt da. Und die teilen sich das Geschäft. Aber der Hauptsitz, Sie meinen den Gerichtsstand sicherlich? Richtig. Der ist in Berlin. In Berlin. So, und ich bin hier im Kundenservice vom Aktivierungssupport. Und das ist das, was ich weiß. Ne? Okay. Also ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte. Ja, schön. Dann hätte ich nur noch eine Frage. Ja, gerne. Wenn Ihr Hauptsitz in Berlin sind, wo sind Sie denn dann reguliert? Wir sind reguliert in Berlin. Ja, bei welcher Finanzdienstleistungsbehörde? Bei welcher Dienstleistungsbehörde? Finanzdienstleistungsregulationsbehörde. BaFin ist das in Berlin. Die BaFin, okay, sehr schön. Das hilft mir natürlich schon eine ganze Ecke weiter, gut. Und dann hilft dir weiter. Ja, natürlich ja, hilft mir das. Ich bin nämlich vom Aktivierungssupport und... das ist sehr selten, dass ich überhaupt mit Kunden über sowas sprechen ja, muss. Ja, gut, also als Investor so möchte ganz man aus. Sowas natürlich wissen. Als Investor wollen Sie sowas natürlich wissen, gut, ganz okay. Genau. Dann wie viel wollen Sie denn investieren überhaupt? Also hört sich ja so an, als wenn Sie hier gleich ein paar Tausend investieren. Nein, aber wollen. Selbst wenn ich 5 Euro investiere, möchte ich gerne wissen, bei wem. Ja. So einfach ist es. Ah, okay, das. Ja. Ja, super. Gut, was, okay. Das war ja jetzt letzte Frage. Jetzt habe ich auch dann eine Frage. Ja, haben Sie denn überhaupt Erfahrungen im Bereich? Ah, war noch nicht zu Ende. Okay, super. Dann geben Sie dann mir bitte gerne mal die Zeit. Ihre Registrierungs-ID bei der BaFin. Die habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Da müsste ich die selbst erstmal in der Fachabteilung anfordern. Ja, fordern ich habe hier keine Registrierungs-ID. Kann ich anfordern, Ihnen dann per E-Mail zukommen lassen? So, ja. Haben Sie sonst noch eine Frage? Nee, erstmal nicht, weil bevor ich... Erstmal soweit. Ja, dann, alles wenn klar. Ich, bevor ich das nicht weiß, ja. Werde ich keinen Schritt weitermachen.
Ich muss erst wissen, ob diese Firma seriös ist. Genau. Und danach wollen wir natürlich auch wissen, ob der Kunde seriös ist. Und Sie haben ja dann sicherlich auch einen deutschen Pass, oder? Natürlich. Genau, den können Sie ja dann auch einreichen, damit wir das Konto dann auch gleich freischalten können und so weiter. Und Sie wissen auch über das Startkapital Bescheid überhaupt? Haben Sie das in der Werbung gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, bei uns gibt es auch ein Startkapital, man muss mindestens 250 auch einzahlen können. Ne? Mhm. Haben Sie denn die finanziellen Mittel überhaupt? Natürlich. Sonst wäre ich doch wohl kein Investor. Ja, das weiß man ja so nicht. Ne? Deswegen weise ich Sie darauf hin, dass das Startkapital 250 ist. Ne? Gut, und Sie haben jetzt, haben sich jetzt bei mehreren jetzt registriert und wollen jetzt auch handeln ordentlich, oder wie? Natürlich. Oder wieso registrieren Sie sich gleich bei mehreren? Das ist ja interessant. Natürlich. Ich investiere da, wo mir das beste Angebot gemacht wird. Okay. Und handeln Sie dann schon selber momentan oder haben Sie noch gar keine Erfahrung? Doch, ich habe schon bereits gemacht. Ich handle schon, ja. Ah, okay, cool. Deswegen, und läuft gut. Mit Kryptowährung oder mit Aktien? Nee, eher mit Aktien. Eher mit Aktien. Okay, das haben Sie in der Werbung gesehen, dass das eher mit Kryptowährung bei uns läuft. Ja, ne? Natürlich. Aber Sie können auch mit Aktien handeln, aber läuft besser die Software mit den Kryptowährungen. Gibt es ja über 20.000. Ne? Mhm. Kennen sich ja aus. Ja gut, das ist klar. Sie sagten, dass man sich verifizieren muss, das ist ja klar. Das habe ich mal bei meinen anderen Partnern auch gemacht. Wie machen Sie denn die Verifizierung? Bei uns, wie die Verifizierung läuft, ja, indem Sie müssen auf jeden Fall Pass einreichen bei uns. Ausweis. Den Pass und, einreichen, Ausweis einreichen. Genau. Sie meinen sicherlich Postident-Verfahren. Nee, ein Postident-Verfahren ist bei uns nicht notwendig. Ah, das ist ja schon seltsam. Ist schon seltsam. Ja, warum? Richtig. Wollen Sie ein Postident? Nee, wir haben da Video-ID-Verfahren und genau. Kennen Sie das? Das ist ja das Postident-Verfahren. Nee, wir machen das nicht mit der Deutschen Post zusammen. Wir haben da andere auch Anbieter. Ja, naja, gut, aber dann können Sie es ja auch über das können Sie ja dann auch über die Post machen. Darüber bin ich. Nee, wir arbeiten nicht mit der Deutschen Post mehr zusammen. Ist zu teuer geworden. Ach, das ist zu teuer? Ja. Okay. Ja, ist für das Unternehmen zu teuer. Deswegen haben wir da andere Anbieter. Das ist ein Video-Ident-System. Da müssen Sie einfach nur eine App runterladen und dann läuft das im Video-ID. Kennen Sie, da haben Sie sicherlich auch schon mal gehört, oder? Ja, natürlich. Video-ID. Aber welchen Anbieter haben Sie da? ZIP. ZIP? Mhm. Genau. Das ist halt für uns aus Unternehmensgründen. Ist das bei uns so? Okay. Haben Sie gewechselt, genau. Gut, und, haben Sie ein Problem mit dem Video-Ident-Verfahren oder nein, natürlich würden Sie das nicht. Auch machen? Nein, okay. Natürlich nicht. Ist ja, wir müssen ja auch nur mal sicher gehen, auch, dass wir auch da mit Ihnen dann auch, dass Sie auch, müssen sich ja auch verifizieren, ne? Natürlich. Nicht, dass nachher Sie sich mit einem anderen Namen oder. Das kenne ich ja von meinen anderen Partnern auch so, das ist ja kein Problem. Nur genau. Die machen das meist über Sie bei jeder Bank. Sie unterbrechen mich permanent, merken Sie das gar nicht? Ja, Sie mich ja auch die ganze Zeit, ne? Merken Sie das gar nicht? Naja, dann reden Sie jetzt erstmal zu Ende. Genau, bei uns ist das mit Video-Ident-Verfahren, wie gesagt. Und Sie sagten ja, bei Ihren Partnern ist das immer mit einem Post-Ident. Also das werden Sie bei uns nicht über die Post bekommen. Das wollte ich nur noch sagen. Ja gut, das haben Sie also. Ja. Gut, und welche Möglichkeiten, meinen Betrag einzulagern, habe ich bei Ihnen? Welche Möglichkeit haben Sie, einen Betrag bei uns einzulagern? Sie meinen, wie Sie das Geldmittel zu uns fließen lassen? So kann man es auch ausdrücken. Ja, kann man auch so ausdrücken. Ne? Haben Sie denn, besitzen Sie denn Kreditkarte? Visa oder Mastercard zum Beispiel? Ich würde sowas am liebsten über SEPA-Überweisung machen. Eine ganz normale Überweisung würden Sie das gerne machen. Richtig. Bieten wir gar nicht mehr an. Bieten Sie nicht wir mehr bieten, an? Nee, bieten wir nicht mehr. Wir haben da GiroPay, falls Sie das kennen. Das ist eine Online-Überweisung über GiroPay, das ist sowas wie Klarna Sofortüberweisung. Das bieten wir an. Dann bieten wir an Master, Visa Card, ganz normale Kreditkarte oder auch PayPal. Ja gut, okay. Nee, dann hat sich das schon erledigt. Ich überweise meine Geldmittel immer selber. Ja genau, das wäre über GiroPay ja möglich, aber wenn sich das damit erledigt hat, ja, dann vielleicht ruft sie ja noch ein anderer Anbieter heute an, weiß ich nicht, das viele Anrufe stimmt. Sie denn da bekommen. Ja, weil Sie haben sich ja öfters registriert. Vielleicht kommen Sie ja mit einem anderen Anbieter dann auf einen Nenner. Natürlich, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Sicher.
Alles Gute wünsche ich Ihnen, ne? Alles klar. Okay. Okay, machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Ciao, ja, ciao. Tschüss. Was war das ein hochnäsiges Arschloch vom Betrüger? Dieser permanente gewisse Unterton bei allem, was er sagte, kann einen schon wütend machen. Ich will aber nicht wütend sein und beende daher dieses Mittwochsvideo und danke euch fürs Dabeisein. Am Sonntag bin ich wieder für euch da. Bis dahin bleibt mir gewogen und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.